Leute, dieses Video wird präsentiert vom EA Creator Network. Das Event ist zwar jetzt schon ein paar Tage alt, ich komme aber leider jetzt erst dazu, euch das Event genauer zu präsentieren. Die meisten haben es sicherlich schon gesehen. EA hat mir einen fetten Sponsor da gelassen und ich kann in diesem Video euch den Loba Prestige Skin einmal etwas näher bringen. Ich mache jetzt ein komplettes Pack Opening mit den gesamten Event Packs, mache vorher noch 20 andere Packs auf, um so günstig wie möglich an das Erbstück, wollte ich gerade sagen, an den Prestige Skin zu kommen, denn ich habe jetzt über 5000 Crafting Metalle und zeige euch natürlich auch den günstigsten Weg, um dorthin zu kommen, wenn ihr im Falle, wie bei mir, noch ein paar Packs am Start habt und noch Crafting Metalle, dass ihr so logischerweise zuerst immer den ganzen lila Stuff rausholt, erst dann euch diese Packs zum Beispiel hier holt. Nicht zum Beispiel, sondern solltet ihr das genauso machen, dann habt ihr nämlich schon mal zwei legendäre Sachen hier drin und die Wahrscheinlichkeit, etwas Legendäres aus den Packs zu ziehen, ist umso größer, je mehr ihr manuell schon von dem lila Zeugs hier gezogen habt. Also könnt ihr nur sparen. Ihr wisst, was ich meine. Wir fangen direkt mal an mit den ersten Packs und ich hoffe, meine Kamera ist jetzt hier nicht im Weg. Ah, so ein bisschen, aber ich glaube, Moment, ich mache ja, das Video mal ein bisschen weiter runter. Das Logo machen wir noch ein bisschen hinterher. Und alle sind, holla, die Waldfee. Den Hemlock-Skin, der kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Kenne ich den schon? Habe ich den mal verpasst? Ist der mal in irgendeinem Event gewesen, der dann fest war? Okay. Ja, da siehst du mal, lange nicht gespielt und schon findet man irgendwas direkt noch was Legendäres. Das ist natürlich ein Pathfinder Skin. Okay. Ich sehe gerade, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Mein Game Sound in der Elgato im Aufnahmeprogramm war ein bisschen laut eingestellt. Ich hoffe, das war erträglich. Na, trudeln doch schon die ersten Crafting-Metalle ein. Gleich noch was Legendäres, top. Okay. Fuse wahrscheinlich, ja. So viele Pack-Openings bin ich eigentlich gar nicht mehr davon entfernt, mal wieder Splitter zu ziehen. Und das Emote, das können wir noch ausrüsten hier. Ja, man merkt wieder, dass ich schon einfach viel zu viele Packs geöffnet habe. Der Rahmen sieht ja geil aus, dafür, dass er nur selten ist. Not was. Ach komm, letztes Pack, irgendwas Geiles, irgendwas richtig Krasses. So, dreimal grau. Naja, gut, einmal grau. Okay, wir haben 5500 Crafting-Metalle, ist nicht viel dazugekommen.
Und jetzt holen wir erstmal sämtlichen Spaß einzeln. Natürlich mit Crafting mit. Was ist 800? Waren das nicht mal 700? Okay. Der Frame sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der aber auch. Geht euch das auch so, dass das Feinjustieren mit dem linken Stick, egal wo ihr seid, ob das eine Deathbox ist oder sonst irgendwas, dass du einfach ständig über-aimst. Okay, jetzt werden wir erstmal diese zwei Bündel kaufen. Zack. Dann haben wir jetzt schon mal diesen frei. Also von allen Skins für Vantage bis jetzt der beste. Sieht zwar meistens aus wie so eine Presswurst in ihren Skins, aber der sieht ultra stark aus. Und Gibby finde ich auch extrem, extrem nice. Ich den jetzt eigentlich hier ausgerüstet. Gut, doch, der gefällt mir echt gut. So, dann machen wir mal ein paar Packs auf. In der Hoffnung, dass ich noch ein paar Metalle bekomme, um noch ein lila Ding freizuschalten. Da ist nämlich schon das erste lila. Das ist schon mal nicht so schön. Das ist der Elster-Skin. Ich weiß gar nicht, kriegt man aus Event-Packs Crafting-Metalle? Oh, gleich zwei legendäre Sachen. Wen ist der? Für Mad Maggie. Okay. Bloodhound Skin, was sagt er? Eure Meinung? Hat schon was. Ich finde die Farbkombi mit dem Gold und dem Schwarz schon irgendwie ziemlich nice. Aber ich habe halt den Prestige Skin, deswegen werde ich den wahrscheinlich niemals rausnehmen. Wie geil ist das denn? Der hat mir gefehlt. Oh, ich sag's immer wieder, Corsica hat die besten Skins. So im Allgemeinen. Und ich wusste gar nicht, dass der aus den Events rüber in die Standard-Packs gewandert ist. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Auch den Skin finde ich ultra stark für einen lila Skin, für Seer. Stark. Doch. Aber meiner Meinung nach, wie in jedem Event, zu viele Frames, zu viele Emotes, da müssen mehr Skins, auch für Legenden, die selten drin sind, mehr Waffenskins, weniger Frames, weniger Posen, den ganzen Spaß, meine Meinung. Den finde ich so ultra unterirdisch. Als ich den das erste Mal so vorbeischweifend gesehen habe, dachte ich, das ist Seer. Aber für Bangalore einfach überhaupt nicht so der Reißer. Außerdem auch da Prestige-Skin am Start. Ich glaube, ich kriege keine Crafting-Metalle mehr. Verdammt. Oh, der Havoc-Skin. Der Havoc-Skin ist auch ultra, ultra stark. Also der gefällt mir extrem. Zieht euch das doch mal rein. Und noch einen Vantage-Skin bekommen. Wobei der für die Standard-Skins eigentlich auch recht nice ist. Ich glaube, da muss ich meine Favoritenliste basteln. Ja, der Wingman-Skin ist natürlich auch sexy. Wieder zwei legendäre, krass. Okay, ein Emot.
Horizon immer gut. Ich freue mich schon aufs Final Fantasy Event. Da kriegst du nämlich einen richtig geilen Skin. Flatline Skin auch super, super nice, aber Flatline verkauft sich nicht für alle. Da ist die Kamera. Früher war sie in die Richtung. Die Flatline Skins, egal wie geil sie sind, alle, die den Battle Pass Skin für die Flatline haben, es verkauft sich kein Skin für die Flatline, wenn man den Battle Pass Skin hat, wegen dem genialen Iron Sight. Das ist einfach Fakt. Ich spiele die Flatline in der Regel ohne jegliches Visier, weil das Iron Sight einfach zu geil ist. Und der Skin, also ich habe mit die besten Skins tatsächlich aus dem gesamten Opening jetzt schon gezogen, weil der nämlich auch richtig edel ist. Von Ballistik. Alter Falter. Und man sieht echt auch 55 Metalle fehlen. Ernsthaft. So, jetzt kaufen wir noch. Üben für Bags. Warte mal, wir machen mal drei. Vielleicht zieht man ja doch mal Crafting-Metalle. Ich weiß es nicht. Dann könnte ich mir ein lilanes sparen. Sei denn, ich habe schon alle gezogen. Da sind noch mal welche. Noch 25. Wie sieht's aus? Ach, es ist noch ein lila Ding ist noch drin. Bitte, bitte, bitte. Lass mich noch einmal Crafting-Metalle ziehen. Bitte, mindestens Stufe Blau. Dann habe ich's, dann habe ich's, dann habe ich's. Nee, scheiße, ich hole das Letzte. Ich hole. Und es sind auch Crafting-Metalle drin. Ist das zum Brechen? Scheibkleister. Oh, ist das ärgerlich. Was ist das? Ein Carskin. Ach, jetzt hätte ich genug zusammen. Oder sind schon überall die Häkchen? Ja, es sind schon alle Häkchen drin. Wie viel brauche ich für ein legendäres? Wahrscheinlich 1000. Oh, nochmal zweimal legendär. Der ist auch sexy. Alter. Der gefällt mir ja fast noch besser als der Prestige-Skin. Aber ich habe den Prestige-Skin noch nicht mal ansatzweise gelevelt. Noch ein Bang-Skin. Bangalore Sand ab. Warte mal, was bezahle ich für 1800? 2,4, nee, alles klar, dann kann ich jetzt. Dann kann ich jetzt durchpayen, sage ich mal. Das war's nicht mehr mit Sparen. Der Charge Rifle Skin ist auch sexy. Kommt schon ein bisschen was Schickes bei rum. Triple Take ebenfalls richtig, richtig geil. Triple Take Skins gibt es aber auch eine Menge, die einfach total geil aussehen. Schon von Anfang an, seitdem die Waffe draußen ist, kamen immer mal ein paar richtig coole Dinger bei rum. PK. Es ist seit langem mal wieder ein Event gewesen, wo eine Menge schön war. Nicht alles. Aber doch ein bisschen was Geiles. Eine Menge. Nicht ein bisschen, eine Menge. Also ich habe anfangs, als ich den das erste Mal gesehen habe, kritisiert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass mir der dritte nicht so gefällt, weil ich das schade finde, dass man einfach das Gesicht von Loba nicht mehr sieht. Und wichtig ist auch, das Hinterteil darf nicht verdeckt sein. Die erste Stufe, würde ich fast sagen, gefällt mir tatsächlich fast schon am besten. Sagt mal in den Kommentaren, schreibt es mal in die Kommentare, welche Stufe findet ihr am besten? Der Schweif übrigens, wer den Schweif noch nicht gesehen hat, ich zeige euch den gleich mal. Der Schweif ist einfach ultra schön. Also der Dive Trail. Also ich muss sagen, die erste Stufe gefällt mir echt am besten fast. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo war Dive Trials? Da. Der ist einfach geil. Der ist einfach schick. Muss ich mal sagen. Schöne Farbe. Ladies and Gentlemen, damit verabschiede ich mich aus dem Wochenende, wer es gerade tagesaktuell sieht.
Relativ zeitnah bin ich wahrscheinlich gerade am Stream auf YouTube und auf Twitch. Ihr wisst also Bescheid. Ich begrüße euch gerne im Stream. Das war's von mir. Und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.